Dann rennt er nämlich nicht so oft in mich rein. So, hier komme ich, Ey, da komme ich rüber. So. Dann machen wir mal eben kurz die Verteilung anders. Dann trägst du die beiden Sachen. Also das, das gibst du mir zurück. Das trägst du. Dann bist du nicht ganz so voll. Und du trägst dann die Dogs. Geht so, das dann? Noch ein bisschen Kupferstaub hinlegen. Ja, hattest, das geht besser. Hattest du dein Titanomyra-Zeug schon... Ah, da habe ich es im Inventar. Da kann ich es grounden. Ich hatte dir doch eben erst gesagt, dass ich das in den Schrank gelegt habe. Ich wollte aber wissen, ob du es schon gemahlen hattest vorher. Nein. Okay, dann habe ich gerade das... Das ist doch dein Job. Ja, ich male es gerade ein bisschen. Ja, dann mal es mal. Ich male da noch mehr Titan Mirror Chunk. Achso, mit H. Genau, mit H. Ich könnte es auch in der Mühle machen. Das wäre aber irgendwie eklig. Kann ich deinen Folgeabstand einstellen? Geht noch nicht, okay. Passt das da rein? Nein, das ist ein bisschen zu schwer. Dann kommt der Rest da rein. Da Folgeabstand ändern von niedrig auf mittel. Das ist mir, glaube ich, angenehmer. Da habe ich nicht immer so mit dem Kopf in meinem Arsch. So, ich habe die Ersatzarmbrust dabei. Ich wiege noch ein bisschen viel. Mal gucken, was ich noch auslagern kann. Das kann alles erstmal... Moment, das lass ich mal gucken. Habe ich noch irgendwo einen Schrank oder sowas? Ja, ins Bücherregal gucken. Ich glaube, bestimmt was. Die Federn lasse ich mal hier. Wobei, die kommen unten woanders hin. Oh, ich habe Knochen dabei. Ach du Kacke. Das ist ja viel zu schwer. Ich pack's unten in den Schrank. Deshalb habe ich alles auf einen Ort und dann kann ich das auch wiederfinden. Das lasse ich dabei. Das Leder lasse ich auch dabei. Das wiegt nicht so viel. Das Saatgut muss ich hier umpacken. Bitte wieder zugehen. Oh Gott, ich habe so viel Leder. Okay, so viel brennen doch nicht. Und ihr zwei bleibt schön hier. Thorny Dragon Vagabunden Sattelskin. Ist das euer Ernst? Kann man sowieso nicht benutzen. Ich wollte sagen, wir können den Thorny Dragon nur eh nicht reiten. Den Bogen lasse ich mal hier, den brauche ich eh nicht. Ah, ich habe den gedroppt. Das ist ja nicht schlimm. So, nochmal ein bisschen Fertilizer machen. Irgendwie wird es gerade warm. Warum wird das immer warm, wenn wir aufnehmen? Oder denke ich gerade nur, dass es warm wird? Du denkst nur, dass es warm wird. Also, mir wird gerade wirklich sehr warm. Dann kommt die Hitze von dem PC hoch. Ja, vermutlich. Ja, wirklich. So ungefähr. So, du kommst mit. So, die Sache. Dann packe ich draußen irgendwo eine Kiste. In den Schmiedetisch, da kommen die Schmiedesachen ja eher am besten hin. Du kommst auf jeden Fall mit. Du kommst auf jeden Fall mit mir mit. Und wo ist dein verkorkster Bruder Ben? Da ist dein verkorkster Bruder Ben. Komm her. So, dann hab ich Ben, Ed, Max und Freya dabei. Ben und Ed. Ja, Ben und Ed. Das sind Zwillingsbrüder. Ich fand das einfach witzig. Gut, dann nehme ich kurz von Leia den Sattel runter. Oh Gott, hier hat noch ganz viel Zinn, Erz dabei. Ach du Scheiße. Gut. So, ihr folgt alle auf Mittel. Welche muss ich mitnehmen? Neben Brody? Welche du willst. Du kannst Ruby mitnehmen, Princess, Odin, Anesra oder halt die beiden Dillos. Aber die beiden Dillos sind halt sehr ziemlich langsam. Ich nehme nicht mehr mit als nötig, wenn wir jetzt nur... Oder kannst du mir noch welche vollpacken? Womit soll ich die denn vollpacken? Ja, wenn wir nichts haben, nehme ich keine weitere mit. Ist es mal so meine Logik? Ich nehme die Fleischfresser doch nicht zum Vollmachen mit. Ach so. Damit sie eventuelle Fallen da einfach mal eben kurz binnen von 2 Sekunden ausschalten. Ach so, ich dachte von wegen dem Brückenteilen. Ach Quatsch. Hast du alles in einen Morelltops gepackt? In zwei. Nee, aber dann lasse ich die Jäger beim hier,
Dann nimmst du nur welche mit, du kommst mit mir besser klar. Meine Frage, ich habe jetzt die Mods abonniert, aber wie installiere ich die? Das macht Steam automatisch. Das funktioniert alles automatisch. Sobald du die abonnierst, zieht er die runter. Und sobald du Arc startest, installiert er dir alle Mods. Das kann ein bisschen dauern. Arc ist beim Modden nicht so performant. Ich nehme alle mit. Urban ist ein bisschen gefährlicher. Dann okay, aber ich lasse die Dinos bei dir, weil du kommst damit besser klar. Ich befehle einfach nur einen riesengroßen Pulk. Das ist alles. Mehr tue ich nicht. Das ist kein Hexenwerk. Ich würde trotzdem vielleicht ein bisschen was hier lassen, vor allem Weibchen, dass wir das irgendwie nachzüchten könnten. Falls was passieren sollte. Terrorvogel-Eier haben wir noch. Okay. Und, glaub mal, wenn die alle mitkommen, stirbt da keiner. Ich weiß gar nicht, ob Giganotosaurus spawnen kann. Wir haben den nicht ausgeschaltet, ich habe aber auch noch keinen gesehen. Aber ich glaube, der Giganoto ist vom Mod ausgeschaltet, weil der unbesiegbar ist momentan. Ja, für uns wäre der echt unbesiegbar. Und wie gefällt dir Brody? Das ist auch gut. Und ihr? Bereit fürs Töten? Jetzt habe ich nicht für alle Fleisch dabei. Genau, Ember, du musst die Mods einfach nur abonnieren und dann läuft das schon. Die installieren sich halt selber. Ist aber bei allen Games, die du über Mods, die installieren sich ab nach dem Abonnieren selber. Außer das Spiel hat eine separate Mod-Datenbank, dass man es aktivieren muss, wie zum Beispiel, ich glaube die Originalversion von Skyrim hatte das gehabt. Die hatten diesen Mod-Launcher. Hatte Skyrim, ja. Hat sich aber immer eigentlich alles automatisch aktiviert, außer du hattest ein Problem mit irgendeinem Mod, dann hattest du die Möglichkeit, den halt auszuschalten. Genau, dafür war das halt gedacht, aber du musstest die nicht erst anschalten. Also bei Ark musst du die Mods einfach nur abonnieren, dann läuft das schon. Warten wir noch auf den Morgen? Das wäre, glaube ich, besser, oder? Ja, ich muss gerade sowieso noch ein bisschen Futter verteilen, dass wir unterwegs was haben. Und das hat mich ja gestern bei Subnautica so gefreut, dass wenn man sich schlafen legt, dass noch Zeit verstreicht. Wie ein kleiner Junge. Nein, ich fand das toll, dass... Das wäre so ein Feature, was hier der Mod auch noch brauchen würde. Ist, glaube ich, sogar geplant. Uah, ich bin ins Feuer gelaufen. Aus. Das solltest du lassen, das tut weh. Hat jetzt jeder von euch irgendetwas Fressbares dabei? Ich glaube, ich werde mal was machen. Ich werde mal ein bisschen Feuerholz mitnehmen. Für die Reise und dann werden wir uns da vor Ort an der Baustelle einen... Ah, du bist noch neu bei Steam? Ja gut, Steam ist jetzt nicht unbedingt das, Ist nicht gerade ein Hexenwerk. Nein, es ist relativ einfach. Wenn du nochmal Fragen hast, einfach fragen. Dann werde ich nämlich ein paar Lagerfeuer craften, dass wir vor Ort ein bisschen Fleisch und was grillen können. Weil ich denke mal, wir werden sonst nichts dabei haben zu futtern, oder? Tatsächlich nein. Außer unsere weiblichen Terrorvögel legen zwischendurch mal ein Ei. Ja, aber Eier bringen nicht mehr so viel. Ja, aber das kann man sich dann noch reinschieben. Geht so ein Terrorbird-Ei, macht deine Hungerleiste komplett voll. Echt? So ein Dodo-Ei fast gar nicht. Das bringt nichts mehr. Ja, ich weiß. Sind das alle? Oder steht da jetzt noch jemand? Ich sehe gerade nichts. Moment. Max steht da noch. Komm her, du Nachzügler. Hast du schon mal in deine Crafting-Bar geguckt? Es gibt jetzt ein neues Gebäude übrigens. Echt? Eine Eco-Crafting-Cabin. Nee, die ist nicht neu. Achso, haben wir das schon mal irgendwo gebaut? Nee, die ist vom Eco-Mod. Das ist so ein... Ich weiß nicht, dass sie zum Eco-Mod gehört, aber... Ich hatte die letztens schon mal gesehen und überlegt, ob ich sie crafte, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich würde sie später mir gerne mal angucken. Kostet nicht so viel, wie alle Eco-Sachen. Da ist Frau Kot. Hallo, Frau Kot. Stimmt, ich habe die Schweine noch gar nicht gezeigt. Mach ich gleich mal eben noch, bevor wir losstoppeln. Ich guck mal gerade eben. Lagerfeuer. Was brauchen wir dafür überhaupt nochmal? Stroh habe ich dabei, mehr als genug. Sehr schön. Ich habe Feuerholz dabei, dass wir das zur Not wieder aufbauen können. Du brauchst, um die Dinger zu craften, um die. Was brauchst du dafür alles an Material? Falls wir noch eine neue nachcraften müssen, würde ich die nämlich vor Ort bauen. Das wird so eine Art Baulager das, bauen. Das wird nicht funktionieren. Was brauchen wir denn alles? Dafür bräuchte ich eine Chopping Station. Dafür bräuchte ich ein Carpenter's Table.
Okay. Also mit sowas könntest du dein Tier noch vollpacken. Ja, dann weil ich denke, wir werden nicht genug haben. Und eine normale Workbench. Wofür die denn? Weil ich Wooden Nails brauche. Ah, okay. Ja, dann werde ich mal eben kurz diese Nummer. Dann brauchen wir zwei normale Workbenches. Was brauchen wir denn dafür? Wofür? Für normale Workbenches. Oder Working Table, wie die Dinger heißen. Wie wär's, wenn du einfach guckst in dein Inventar. Du brauchst dafür 20 Crew Planks und 10 Wooden Nails. Okay, die Wooden Nails könnten ein Problem werden. Nein, ich habe genug in meinem Schrank. Okay. Einfach rausholen in deinem Schrank. Dann gehe ich mal kurz dran. Dann brauchen wir zwei von den Tables, eine Shopping Station. Warum willst du denn zwei von den Tables machen? Weil ich doch einen brauche für den Carpenter Table. Ja, einen, um den zu craften. Ach so, braucht der kein eigenes Table? Weil ich brauche für mein Blacksmith Table brauchte ich nicht einen Carpenter. Wieso muss die Schlange hier unten sein? Hm? Hast du was gegen Pina und Culada? Ein bisschen. Ich nehme mal so 100 raus, sollte reichen. Nehmen wir schon die Tür schließen. Wir brauchen den Worktable und ein Carpenter's Table. Und den Carpenter's Table craftest du, indem du ein Worktable in den Worktable legst und ein Carpenter's Table daraus. Deswegen sag ich ja, brauchen wir zwei Worktable. Ja. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch die Planks haben. Dann hol ich mal irgendwie ein bisschen Holz. Die passende Säge habe ich ja noch. Ich gehe meinen Puppen noch. Und zur Not kann ja noch mal einer immer wieder zurückrennen und. Wie viel Säge hast du noch? Was ist das denn für eine Aussage? Wie viel Säge ja, hast du noch? Ja, wie viel zum Lumber herstellen? Zum Lumber herstellen, ich habe fast eine komplett volle. Dann würde ich noch eine zweite mitnehmen. Ich habe ja noch eine im Schrank rumliegen. Hast du noch eine Metal Saw? Ja. Okay, dann nimm die mit. Dann haben wir nämlich. Dann können wir noch ein bisschen nachproduzieren. Dann können wir zur Not halt, wenn wir uns die Dinge ausnehmen, halt vor Ort nachproduzieren. Sagte ich, glaube ich, schon. Hahaha. Ha, ha. So, das sollte reichen. Das muss ich nochmal nachfragen. Was soll ich noch mitnehmen? Wieso das denn? Also muss ich noch ein Table mehr brauchen. Die Dex möchte vor Ort nämlich noch ein Masons Table haben, damit wir noch einen weiteren Tisch hinstellen können. Okay. Okay, ich lege Holz in die Lumber Station. 75% beim Ark installieren oder wobei? One Crude Planks, 20 Stück. 40, 60 brauchen wir dann. Gott, ich brauche Bau pro 4? Nee, 2. Wieder da! Baby, was brauchst du noch alles für diese Hütte? Weißt du gerade auswendig? Brauchen wir irgendwie Lehm oder sowas? Erstmal ist die Frage, was brauchst du dafür? Ja, was brauche ich dafür? Aber du kannst ja auch im Nachgucken, was wir dafür brauchen. Weil du musst mir den ersten Baustein dafür liefern. Du musst nämlich das Erdgeschoss bauen, deswegen brauchen wir ein Mason's Table. Ja, kannst du mir eben kurz nachgucken? Ich renne schon so. Und dann würde ich den Lehm nämlich zur Not auch schon mitnehmen, auch wenn er schwer ist. Hat er darüber nachgedacht, Nummer 5 zu bauen? Ja, wir brauchen 200 Lehm. Ja gut, wir haben noch irgendwo 300 Lehm rumfliegen, das können wir das mitnehmen. Also 100 sind hier noch im Table. Dann nimm die 100. Windows Screen brauchen wir. Da haben wir noch welche bei mir rumfliegen. Und Metal Nails. Ja, da habe ich auch noch genug von. Dann nehmen wir das alles nämlich schon mal mit, dann können wir vor Ort die Grundlagen bauen. Dann können wir uns da nämlich auch ein Häuschen hinsetzen. Das ist dann, mir reicht das Erdgeschoss. Ja, das Dach kommt dann mit Holz, ne? Das Dach muss ich dann bauen, da muss ich mal eben kurz gucken. Ich glaube, du brauchst aber nur Stroh. Du willst ja nur Strohdach bauen. Stroh, ein paar Fasern. Ja, Holz, Plantstrings und Stroh. Ja, das ist ja kein Problem. Und Stroh, das, ja. Da haben wir ja unsere Strohfarmmaschinen bei. Ich hab meine Hintertür genutzt. Ist sie weg? Ja. Oh. Also ist die Tür immer noch Traitor. Ja. Aber sie verschwindet nicht mehr einfach so. Die verschwindet jetzt wirklich erst nach der Benutzung. Wenn es für dein eines zu viel wird, weil es sollte nicht zu voll sein,
Ja, nimm Copper mit. Ja, dann nehme ich noch einen mit, dann da nehme ich die ganzen Sachen. Aber ich habe nämlich noch das. Oder, oder Ruffy, den kannst du auch mitnehmen. Das darfst du dir aussuchen, aber Copper ist halt 10 Level höher. Okay. Kannst du mal eben noch ein paar Crude Access. Oh, hier sind auch noch Windows Screen und Crew Planks drin, sehe ich gerade. Wie viele Crew Planks brauchst du denn? 60, ich habe jetzt aber schon 52 gecraftet. Dann lass die einfach da drin. Okay. Weil hier sind 300 drin. Gut, dann nehme ich das Holz trotzdem mit. Holz kann ich drin. Das Holz mache ich mir eben zu Fresh Firewood fertig. Komm mal mit. Warte. Nein. Dann brauchen wir noch Steinäxte, ne? Oder diese ganz die primitiven Äxte, ne? Fünf Stück. Für den Shopping Station. Am besten guckst du da nochmal aufs Rezept, das haben sie nämlich geändert. Das haben sie geändert? Oh Gott. Soweit ich weiß, haben sie das Rezept mal bearbeitet in letzter Zeit. Okay. Crafting Shopping Station. Oh ja, nur noch Holz. Ich brauche nur noch 25 Holz, die können wir vor Ort craften dann. Hier in dem Schrank bei dir unten oder wo? Nee, hier nicht. Ich habe die dabei, weil die Morella-Tops waren. Ach so, okay. Drop it. Okay, dann brauchen wir 3 Table. Haben wir gesagt, ne? Ja, weil ich muss ja mit dem Carpenter's Table dann das Dach craften. Mhm. Und die Palisaden. Genau, weil wir einen kleinen Schutzraum bauen wollen. Dann brauchen wir einmal dann gehe ich mal zu dem normalen Worktable, den wir noch irgendwo rumstehen haben. Ja, in der Town Hall. Hast du irgendwo schon Lehm eingelagert? Nein. Okay. Ich habe keinen Platz mehr in meinen Tieren. Die werden den Teufel tun, irgendwas in die Fleischfresser zu füllen. Nein, die sollen schnell bleiben. Dann brauchen wir einmal ein Mason's Table. Und ein Carpenter Table war das, ne? Ja. Die Blacksmith-Sachen müssen wir erstmal mitnehmen. Ja, wir brauchen fast nichts vom Blacksmith, oder? Doch, die Nägel und die Screens. Ja, so die, ja klar, das können wir so mitnehmen. Und du musst noch, obwohl das kann ich auch eben machen. Crafte ich das nämlich mal eben kurz fertig, die Sachen, die wir da brauchen. Bevor ich dir das noch 12-mal sagen muss. Habe ich. Ja, ich habe den dabei. Davon brauchen wir einmal 7 Stück, weil 2 Stück sind schon in den Morella-Tops drin. Die Worktables sind jetzt auch in Morella-Tops drin. In welchem? Crude Planks brauchen wir so gar nicht mehr, ne? Nein. Gut, dann schmeiße ich die jetzt mal irgendwo. Kann ich die bei dir im Schrank packen? Ja, klar. Okay. Für gewöhnlich ist der für sowas da. Manche, weil du bist ja Carpenter, deswegen kommen die ganzen Holzklamotten bei dir rein. So, das Firewood, das haben wir da. Holz so. Können wir vor Ort besorgen. Die Shopping Station können wir auch vor Ort bauen. Ich nehme jetzt nur gerade alles vom Blacksmith mit, was wir brauchen für die Hütte. Für die Hütte. Auf der anderen Seite der Brücke, die wir dann bauen. Weil die Hütte könnte wichtig werden für den Fall, dass es arschkalt oder arschwarm wird. Genau. So, dann wollte ich noch pupsen und dann wütend werden. Hashtag Morella-Tops. Die Metal Saw nehme ich mal mit für dich schon mal. Das Stroh nehme ich auch mit, das können wir gebrauchen. Du weißt schon, dass sie das fressen. Das packe ich mir ins Inventar. Pack's ihn noch ins Inventar, so schnell fressen sie es doch nicht. Ja, ich weiß. Und selbst wenn, du kannst doch mal eben. Also Stroh habe ich tatsächlich nicht mitgenommen. Den Lehm wollte ich mitnehmen. 102 Lehm. Also schon mal die. Ist das. Ich glaube, wir brauchten 300. Ja, brauchen wir. Fehlen noch 200 und Lehm ist ja echt so easy herzustellen mittlerweile. So, die Sachen vom Blacksmith haben wir. Die kommen wieder in Copper. Aber wir gehen auch Richtung Wüste und da kann man zur Not noch eben noch ein paar. Nee, wir gehen nicht Richtung Wüste. Ja, aber halbwegs kann man so zur Not für den Lehm noch mal eben auf dem Weg halt Titanomyra-Dingsbums einsammeln. Gott, hab ich heute irgendwie was im Hals. Ich guck mich mal eben kurz um.
Habe ich noch was im Inventar, was ich umlegen kann und muss? Nein. Wobei ich könnte das Firewood eben noch in Copper packen. Habe ich noch irgendwo Lehm rumfliegen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ja, allerdings. Weil ich bin mir nicht sicher, weil ich brauchte Lehm noch für andere Sachen, deswegen ist der Lehm nicht nur beim Carpenter drin. Ach, beim Mason drin. Deswegen kann Lehm noch woanders rumfliegen. Hier nicht, da nicht. Hier in der Kiste. Nein, da ist nur Kupferstaub drin. Hier in der Kiste ist auch nichts drin. Da ist nur Asche drin. Wofür brauchen wir die Asche nochmal irgendwann? Die Wooden Ash? Ja. Ich weiß du es gerade nicht. Du wolltest die doch die ganze Zeit behalten für irgendwas, was du brauchst. Für irgendwas von deinen Herstellungsklamotten. Ich brauch den Kack nicht. Okay, ich weiß, wir brauchen es irgendwo für, aber ich weiß nicht mal wofür. Ich glaube dafür, dass irgendein Gerät läuft. War ich das glaube so? Auch. Farbe oder sowas? Oder lief dieses Leim-Dingen damit? Ach nein, ich brauch die Wooden Ash da mit dem Limestone, damit ich damit Eisenbahn, glaube ich, herstellen kann. Irgendwie sowas war das. Okay. Hinten im Garten habe ich noch nichts stehen, ne? Nur den. Ja. Das Topiary Wheel. Da ist leider kein Lehm drin. Habe ich schon geguckt. Okay. In der Town Hall hast du da schon alles durchgeguckt? Nein. Dann bin ich da mal eben auf dem Weg gucken. Oh Gott, das arme Morella-Tops ist voll mit allem möglichen Scheiß. Da sind nur Steine drin, die brauchen wir nicht. Hier Sandstone. Das ist unser Schrottschrank, kann das sein? Irgendwo muss man es ja lagern. Ja, genau. Ein Affenhabitat lagern wir da drin. Oh, ich kann die Münzen, die ich noch habe, hier reinlagern. Habe ich überhaupt Münzen? Und ein Panda-Habitat. Ich habe leider noch und eine große Map. So ein Map-Table, weil wir ja irgendwo noch ein Haus hinstellen wollten. Ja, so eine Art Hafenmeisterei, ne? Genau, und das haben wir ja noch nicht gemacht. Oh Gott, noch so viel vor. Ja, warum nicht, ne? Heizstraps und Holz. Das Holz nehme ich mal mit. Genau wie die Heizstraps, da kann man zur Not die Rüstung reparieren. Die wiegen einfach nichts, die kann man einfach so mitschleppen. Wir werden höchstwahrscheinlich sowieso nicht in Kämpfe verwickelt. Ja, aber falls. Weil wir haben zwei Morellatops dabei, die für uns kämpfen werden, wenn ich es ansage. Und natürlich die ganzen Fleischhäuser. Die sowieso kämpfen werden. Ja, wenn ich es ansage. Wenn ich es ansage, kämpft alles, was nicht beritten ist. Okay, ich gehe mal eben kurz durch, wie ich jetzt überall noch Lehm craften kann. Was wir dafür brauchen, vor allem wie es funktioniert. Weil wenn das jetzt so scheiße funktioniert, wie dass wir immer noch die Eimer verbrauchen dafür, dann Gnade uns Gott. Kann ich nicht anders sagen. Ja, müssen wir ständig neue Eimer aus Holz machen. Oh ja, dann wird das Ganze echt verschwenderisch. Lehm. Für Lehm brauchen wir Bucket of Soil und Wasser. Habe ich noch Schläuche dabei? Ich hatte halt beim Bucket of Soil, wenn ich dann ein neues Beet gemacht habe, immer das Problem, dass der Eimer danach weg war. Ich probiere es einmal kurz aus. Dass ich nicht den leeren Eimer zurückgekriegt habe. Wurden Bucket und Wasserschlauch, crafte ich mal eben. Und das ist schon ein bisschen übel gewesen. So, den Wasserschlauch habe ich jetzt irgendwo im Inventar genommen. Oh, mal eben kurz den Schwein nochmal unter die Ärsche fassen. Nicht missverstehen, ich sammle hier nur Kot auf. Kot. So, hier, Bucket. Das ist doch Sand. So, ich hab ein Bucket of Soil. Und am Morellatops mache ich mal eben meinen Schlauch voll. Das klingt irgendwie falsch. Und dann gucke ich mal, wie viel Lehm wir jetzt rausbekommen. Gut, das Morellatops ist sofort wieder voll. Achso, das ist voll hier. Sekunde. Warum machst du es nicht in der Mühle? Weil die Mühle so weit weg vom Wasser ist. Ach, und das hier ist weniger weit weg? Ich kann auch mal Rollertops auftanken. Ja, ich könnte noch mit zum Rollertops mitnehmen. Wie viel ist eigentlich die Leiche, die ich dir hingelegt habe? Interessant. Den toten Raptor. Ehrlich gesagt, sehr interessant. Freut mich. Okay, hat nicht funktioniert, verdammt. Da muss ich doch mal zum Wasser rennen.
voll. Du rennst viel zu viel hin und her. Hm, wieso? Weiß ich nicht, weil ich versuche dir zu folgen, das klappt nicht. Warum folgst du mir denn? Ich habe gesagt, was ich gerade probieren möchte. Weil ich auf dich warte. So, Lehm. Ja, wir kriegen beim Lehm den Bucket zurück. Ist klar, da funktioniert das nur wieder. Dann werde ich schon mal jetzt gerade ein paar Buckets herstellen. Es ist übrigens gerade arschkalt. Oh ja. Warum ist das so kalt? Okay. Wir haben auch erst 20 nach 7. Wird doch halt wärmer. Okay, dann. Okay, na ganz kurz, 5 Sekunden Pause. Dex kann uns kurz ein bisschen unterhalten. Was soll ich machen? Tanzen? Warte, ich poliere dir einfach die Fresse. Oh mein Gott. So, jetzt müsste es. Ach doch, jetzt müsste es wieder gehen. Perfekt. Tappst du denn auf den Browser, wenn du da eigentlich nicht in Pause gehst? Weil das kann das Problem nämlich sein. Nein, eigentlich habe ich nicht in die Pause getappt. So, jetzt läuft ihr auch noch wieder. Wir haben jetzt gerade Essen bestellt und jetzt, wenn wir bis das Essen gibt, ist noch ein bisschen weitermachen. Aber ich denke mal, wir werden essen ein bisschen später, oder? Gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall das eigentlich heute noch schaffen. Ja, eben. So. Also, was haben wir jetzt alles noch vorbereitet? Ich glaube, wir haben sonst alles, ne? Ich habe die Dogs, du hast die Table. Ich habe die Materialien, die wir vom Schmied brauchen. Ich habe die Säge. Eingepackt. Also eigentlich dürfen wir soweit ready sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf zum Ort des Brückenbaus. Ich packe mal meine Dinge schon aus, oder hast du deine auch schon ausgepackt? Hm, wir stehen schon hier unten vom Tor. Ach so. Müssen wir mal eben die Fleischfresser ranpfeifen. Und hoffen, dass ich jeden erwische. Sieht so aus, als hätte ich jeden. Dann mal auf zur großen Reise. Hallo Baum, ich sehe nichts. Deine Dino-Kavalle hat sich hier eingefressen. Ja, ich weiß. Ist mir bewusst. Hupsi. Ja, die stecken, ja. Und ich komme ja auch nicht mehr weg. Warte, komme ich hier so ausgeparkt? Das klappt ja schon mal super. Nein, MB, du musst unter inoffiziell suchen. Und du musst vorne auf dem Startscreen hast du einen, ganz unten rechts müsste das sein, was mit Total Conversations. Da musst du die, diese Arc Overhaul auswählen. Sonst findest du den Server nicht. Und natürlich auf Passwortgeschützte gehen. Genau, ne? Und natürlich einschalten, dass du Passwortgeschützte auch findest. So. Jetzt ist der schon mal raus. Müssen nur noch die Jagddinos hinterher. Ja, ich arbeite daran. Problem ist uns bekannt, wir arbeiten daran. Das ist die Blizzard-Antwort.